Hallo zusammen, Zeit mal wieder für eine umfangreiche Skat-Analyse. Ihr seht, ich habe hier schon das volle Programm aufgefahren, alles vorbereitet. Thema heute, die Rückkehr des Königs. Und was hat es damit konkret auf sich? Nun, es gab eine Anfrage von Stefan, der wollte wissen, wann sollte der König als Schutzkarte gehalten werden und wie ist das eigentlich zu erkennen? Ja, lieber Stefan, damit hast du dich ja mindestens als fortgeschrittener Spieler geoutet, denn das ist ein relativ seltenes Endspielmotiv, dass der König nur seine volle Power zeigen kann, entfalten kann, wenn er korrekt ins Feld geschickt wird. Und ich habe tatsächlich vor einigen Tagen eine Partie mitgespielt, in der es dazu hätte kommen können. Und das ist tatsächlich sicher auch in der Praxis so, es hätte ab und an mal dazu kommen können. Es wird dann relativ selten hinten raus korrekt gespielt. Und tatsächlich muss man sagen, wenn vorher optimal gespielt wird, habe ich auch noch keine Situation gesehen, wo das am Ende zwingend ist. Aber bei einer menschlichen Spielweise kommt es dann eben doch gelegentlich zu diesem Endspiel. So, steigen wir mal direkt ein. Das ist die passende Verteilung. Gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Ich saß hier in Mittelhand, hatte einen Fünftrümpfer in Herz mit einem Seitenass, mit einer bestellten 10 noch dabei, habe erstmal 18 geboten. Vorhand hatte nun wirklich hier nur Gemüse, der war direkt raus. Und Hinterhand hat dann 20 geboten, woraufhin ich mich zurückgezogen habe. So, nach Skataufnahme hatte Hinterhand ja eine klassische Verteilung. 5 Trumpf mit einem Trumpf vollen, nur einen Buben. Aber 3 Seitenasse, einen Drilling, den er in der Hand behalten hat, und 2 rote Asse, die er sich blank gedrückt hat. Das ist, denke ich, alles nachvollziehbar, korrekt und Standard. Vorhand durfte das Spiel eröffnen, und wenn ihr die Verteilung jetzt in die Analysefunktion zum Beispiel der App eingibt oder auch in der Lage seid, das so komplett durchzuanalysieren, dann werdet ihr feststellen, wenn wir optimal im Gegenspiel treffen, dann steht das Spiel auf Niederlage. Dazu allerdings müsste jetzt Herz eröffnet werden, idealerweise die 9, mindestens aber die Dame. Das ist übrigens gar nicht komplett unplausibel, das so zu tun auf den langen Weg, die kurze Farbe. Aber im konkreten Spielverlauf hat sich der Spieler jetzt für eine Karo Lusche entschieden. Kreuz König wäre sicher auch möglich. Hier kam jetzt Karo Lusche auf den Tisch. Von mir der Karo König, Alleinspieler nahm das Ass, 15 Augen, steht nach dieser Eröffnung potenziell jetzt erstmal auf Sieg, was aber natürlich auch nicht unbedingt wissen kann. Spielt erstmal Trumpf, Trumpf Lusche, Trumpf Lusche, von mir kam das Trumpf Ass. So, ich habe solide fortgesetzt mit der Herz Lusche, meine stärkste Farbe. Alleinspieler natürlich das Ass, von meinem Partner die Herz 9. So, wir sind aus der Eröffnung schon mittendrin im Mittelspiel. Alleinspieler kann das Spiel jetzt gewinnen, wenn er Kreuz von oben und dann von unten zieht. Dann wird er noch 2 Trümpfe verstechen können und wird letztlich von mir auch die Herz 10 bekommen. Hat er aber nicht gemacht. Er hat auch menschlich weitergespielt nach dem Motto nochmal Trumpf. Trumpf könnte ja auch noch 3-3 stehen. Er will noch was verstechen. Er weiß ja auch noch nicht zwingend, dass jetzt Kreuz 2-2 steht, obwohl es sehr häufig sonst jetzt schon auf den Tisch gekommen wäre. Also auch für den Alleinspieler vielleicht schon mal aus der Sichtweise hier zu hinterfragen, ob der Trumpf überhaupt noch der korrekte Zug ist. Er hat den Trumpf gespielt. Karo Bube, Pik Bube, von mir die Trumpflusche. Jetzt kam Herz Dame, sauber zurückgespielt. Ich habe die Farbe geöffnet. Karo wollte er nicht weiter spielen, sicher auch korrekt. Vermutet, dass die Karo Dusche gedrückt sein könnte oder bei mir sein könnte. Also Herz Dame nach, von mir Herz König. Bester Zug vom Alleinspieler auch hier einzustechen. Und der hat damit jetzt liegen 15 Augen im ersten, 26 mit dem zweiten Ass. Und hiermit steht er jetzt auf 43. Hat jetzt in der Hoffnung, dass Trumpf 1-1 verteilt fällt, Trumpf rausgespielt. Er kann auch hier jetzt wieder überlegen, ob er Trumpf oben unten spielt. Die 18er Reizung von mir und der jetzt hier gefallene Pik Bube deuten doch darauf hin, dass hier noch beide Buben stehen. Allerdings kann er dann auch nur gewinnen, wenn die Kreuz 10 hier sitzt. So gesehen jetzt der Versuch mit Trumpf das Spiel weiter fortzusetzen, um noch an die Kreuz 10 ranzukommen, sicher auch nachvollziehbar. Pik Dame, Karo 10 von meinem Partner, von mir der Herz Bube. So, und was sollte ich jetzt hier in dieser Position spielen und warum?
Tja, jetzt sind wir im Endspiel. Jetzt wird es interessant. Und tatsächlich sollte ich hier in dieser Position die Kreuz 8 spielen. Das ist die Karte, die letztlich, wenn wir das Spiel noch gewinnen können, fast immer zum Erfolg führt. Allerdings setzt das eben voraus, dass der Kreuzkönig bei meinem Partner ist. Und das ist natürlich eine Sache, die ich noch nicht genau wissen kann. Ich habe hier schon gesehen, es sind fünf Trümpfe. Ich habe das Karo Ass gesehen und das Herz Ass. Habe auch gesehen, das Herz Ass war blank. Sicher eine ganz starke Vermutung, dass da noch das Kreuz Ass steht. Zu dritt beim Alleinspieler. Es könnte auch das Kreuz Ass noch blank sein und der Karo Drilling. Dann allerdings hätte man vielleicht eher erwartet, dass mein Partner zwischendrin schon mal Karo greift. Also letztlich ist diese Farbverteilung für mich schon relativ offensichtlich oder zu vermuten. Und trotzdem ist die Kreuz 8 jetzt eben hier richtig. Na, ein Schritt zurück. Obwohl ich das weiß, werde ich als Mensch typischerweise jetzt erstmal nicht die Kreuz Lusche spielen, sondern den Trumpf abziehen. Denn damit kann ich danach auch die Herz 10 fortsetzen. Und das ist eine Stehkarte. Diese Gelegenheit lassen sich die wenigsten Spieler entgehen. Und es ist auch meistens richtig, dem Alleinspieler den letzten Trumpf abzuziehen, wenn es geht. Warum also ist das in der konkreten Situation nicht ideal? Ja, aus zwei Gründen. Erstens setzt es nämlich voraus, dass mein Partner korrekt mitspielt und diese Schutzfunktion des Königs kennt. Und das ist eben doch eine Situation, mit der viele Hobbyspieler eher überfordert sind. Und es gibt auch noch eine zweite Komponente. Für mich gibt es noch eine unbekannte Karte und das ist die Karo Dame. Es könnte sein, dass in dieser Farbkonstellation der Alleinspieler die Karo Dame gedrückt hat und dann stände er schon auf 46 Augen. Und wenn ich dann meinen Partner quasi mit der Fortsetzung, die ich gleich noch erläutere, verpflichte, sich diesen Königszug zu spielen, dann kommt der Alleinspieler mit den 15 Augen auch auf 61. Und deswegen ist hier tatsächlich die korrekte Fortsetzung die Kreuz 8. Ich muss einfach hoffen, dass der König bei meinem Partner ist und damit gibt es dann keine Chance für den Alleinspieler, wenn er hier schnippelt, was er wohl tun wird, um noch irgendwie an die 10 ranzukommen. Dann kann mein Partner den König eben mitnehmen und jetzt muss er die etwas leichtere Übung natürlich fertigbringen, danach nicht Kreuz 7 etwa zurückzuspielen, sondern die Karo Lusche, auf die ich dann die Kreuz 10 abschmeißen kann. So, nun sind wir aber natürlich alle Menschen und ich habe, wie sicher viele andere dann auch in der Situation, gar nicht so weit gerechnet, gedacht, ausanalysiert, wie man das vielleicht tun sollte. Habe ganz einfach erstmal den Trumpf abgezogen. Kreuz Bube, Trumpf König. Und im Originalverlauf hat es mein Partner jetzt hier schon versemmelt. Der hat jetzt hier den Kreuz König geschmiert. Das ist ja auch seine höchste C-Karte. Und damit ist klar, wenn ihr eben mal schaut, konnte ich meine Kreuz 10 jetzt nicht mehr verteidigen. Die ist in den letzten beiden Stichen zum Alleinspieler gewandert, weswegen wir das Spiel eben auch nicht gewonnen haben. Mein Partner hätte das natürlich noch ein bisschen länger offen halten können, indem er jetzt hier erstmal die Karo Dame legt. Und dann wäre von mir jetzt noch die Herz 10 gekommen, hätte kommen müssen. Vom Alleinspieler die Kreuz 9 und jetzt hätte mein Partner eben begreifen müssen, mit dieser Endspielkarte darf er eben nicht den König wimmeln, er darf auch nicht die Karo 9 wimmeln, sondern er muss sich hier den König blank stellen, um meine 10 zu verteidigen. Und tatsächlich ist das eben daran zu erkennen, dass keine Trümpfe mehr im Spiel sind und dass auch klar ist, jeder von uns beiden muss noch einen Kreuz vollen haben, denn ansonsten hätte der Alleinspieler doch nicht den Trumpf rausgespielt, sich abziehen lassen und die Herz 10 vorsetzen lassen. Wenn der Kreuz Ass 10 selber gehabt hätte, dann hätte er diese Karten von oben gezogen. Also klar, dass der Partner noch einen Kreuz vollen hat und sehr wahrscheinlich ist es eben die 10. Wenn es das Ass ist, gewinnen wir so ja auch, aber wenn es die 10 ist, gewinnen wir eben nur noch mit dem Abwurf der Kreuz Lusche, weil dann der Alleinspieler eben nicht auf die Herz 10 schneiden kann. Ja, und dann wäre es eben tatsächlich super wichtig, dass der Alleinspieler die Karo Dame eben nicht gedrückt hat. Das haben wir hier natürlich auch schon gesehen, denn jetzt steht er eben erst auf 43 und ist schachmatt. Das Beste, was er natürlich jetzt machen kann, ist das Kreuz Ass rausnehmen. Kann ja auch hoffen, dass der Alleinspieler, nein, der Spieler hinter ihm jetzt hier geblufft hat und tatsächlich noch die Kreuz 10 sich blank gestellt hat. Auch eine Spielweise. Aber jedenfalls das Schnibbeln mit der Dame bringt erkennbar nichts, denn dann kommt
dieser Spieler hier ran, spielt die Karo 9 im 10. Stich und es gibt gar nichts mehr. So also wären es 58 Augen geworden. Ja, ein ganz interessantes Motiv. Danke von daher an Stefan für diese Rückfrage. Hoffe, ich habe da alles, was sich da so drumherum rankt, an guten und schlechten Zügen hier berücksichtigt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Morgen Abend ab 22 Uhr und Sonntagabend ab 22 Uhr bin ich wieder live auf Twitch auf Sendung. Morgen Abend mit Gästen, Sonntagabend SenseGuard. Freue mich, wenn ihr auch da dabei seid. Dann wünsche ich euch jetzt alles Gute, bleibt vor allen Dingen gesund und wie immer, good blood.